Willkommen zurück zu 80 Days, Folge 3. Wir befinden uns weiterhin in Antalya und ich habe erstmal pausiert, kurz für die Begrüßung. Es ist 6.30 Uhr morgens. Mein einziger Kommentar unter der letzten Folge hat mir gesagt, ich soll über Alexandria weiterreisen, aber auch spontan aufpoppenden Routen, die vielversprechend sind, eine Chance geben. Entsprechend werde ich das natürlich tun, denn dann kann ich die Verantwortung nachher auf euch abschieben. Ich gucke nochmal ganz kurz auf den Markt, den hatten wir schon besucht. Wir wollten dann auf jeden Fall weiter in Richtung Alexandria. Das fährt erst in 2 Tagen ab. Da könnte man natürlich wieder mit Bestechungen ein bisschen was machen. Fährt hier über Beirut. Und dann können wir die südliche Route über den Suezkanal nehmen. Soweit so gut. Moment. Ich kann nochmal rauszoomen. Das heißt, wir haben hier noch kurz Zeit, wenn wir die nicht bestechen würden. Andererseits habe ich hier eigentlich nichts zu tun. Ich glaube, ich werde es wieder mit Bestechung machen. Und ich würde direkt... Ich würde erstmal nach Beirut fahren, weil es da was zu verkaufen gibt, richtig? Das kann ich doch schnell noch nachschauen, oder? Zurück zum Markt in Antalya. Ich habe Gegenstände... Die Eastern Spices... Genau! Ah, die sind auch in Alexandria wertvoll. Wundervoll. Dann kann ich direkt nach Alexandria. Ich weiß auch, hab schon wieder vergessen, ob man... raus aus den Koffern. Ob man, wenn ich jetzt direkt nach Alexandria fahre, hier überhaupt einen Zwischenhalt einlegt oder nicht. Was? Oh Gott, das ist verdammt teuer. 660, um morgen abzufahren. Ich möchte eigentlich nicht, dass uns das Geld ausgeht. Wir haben am Anfang schon so viel verpfeffert. Ich habe zwischendrin so viel verpfeffert. Ich glaube, es bleibt nicht viel anderes übrig, als hier einen Tag zu übernachten. Einen Tag, also so 2 Tage dann zu warten. Weil so viel Geld kann ich nicht anlegen. Das geht nicht. Wir haben Platz für 3 Koffer. Minus 11 Gemütlichkeit. Fahren um 11 Uhr morgens ab in 2 Tagen. Gut, muss wohl. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit zum Erkunden. Und schauen... Moment, was? Wie, was? Ich war jetzt so bereit, dass da ein weiterer Text kommt. Stattdessen sind sie einfach verschwunden. War wohl nichts, ha? Auf dem Markt gibt's auch nicht. Ich meine, dann kann ich die Shirts hier eigentlich auch noch mitnehmen, wenn ich eh schon 3 Koffer habe. Ach je... Ah ja, jetzt kommt so ein Abendevent, genau. Bevor ich mich zum Schlaf zurückziehe, helfe ich in der Küche putzen, vielleicht verdiene ich ein bisschen Geld damit. Ja, wundervoll. Okay, das war Tag 13, Tag 12, jetzt ist Tag 13. Ich gucke nochmal, ob sich die Bestechungsgelder irgendwie verändert haben. Nee. Dann wird er heute jetzt um 11 abfahren, wenn wir ihm weiterhin 660 geben. Das ist zu viel. Ob ich das nach Beirut mache? Auch dasselbe. Also es ist schon das gleiche Schiff. Ja, keine Chance. Das ist sehr, sehr schlecht für unsere Reiseplanung, aber wir müssen einen weiteren Tag hier verbringen. Immerhin nochmal eine Gelegenheit, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das möchte ich machen, da wir uns eh schon festgelegt haben, wie wir hier weiterfahren wollen. Ich würde Schuhe polieren und Hut... wie nennt sich das denn? Krempen? Ja, und mal schauen. Kam jetzt hier Geld raus? Moment. Achso, nein, oh Gott, unser Zeug habe ich geputzt. Das war doch nicht die Absicht. Ich sollte das richtig lesen, bevor ich Dinge tue. Ich bin doof. Naja, egal. Gut, direkt nach Alexandria. Los geht's. Gar nicht lange aufhalten. Abfahrt. Mit der Nefertiti. Nefertiti? Ein hochmastiger, ägyptischer, was auch immer, ein Clipper auf Deutsch ist, der die Küstenlinie entlang segelt. Ich genieße einfach mal die Reise, solange es geht, denn wir segeln auf flachem Wasser, kein Wellengang, und ich kann ein bisschen... im Mast herumklettern.
Wie ein Wahnsinniger, ganz genau, wie ein Wahnsinniger. Ich war ja schließlich mal im Zirkus, ich war Akrobat. Sowas kann ich. Ich rede mal ein bisschen mit Leuten. Ein Seemann, was kann er mir erzählen? Alexandria Suez, haben wir eigentlich schon eine Route? Ich frage trotzdem mal nach. Ich frage mich, ob das irgendwie, also das ist doch irgendwie kaputt, weil die erzählen mir immer was über ganz andere Routen als die, die ich gefragt habe. Also er erzählt jetzt was von Chittatong nach Singapur, obwohl ich von Alexandria nach Suez gefragt habe. Außerdem ist hier ein Text abgeschnitten. Ich frage mich, ob wir hier irgendwelche Bugs haben. Wir können mit dem Karten spielen, warum nicht? Ich frage mich immer noch, was das jetzt genau bringt. Habe ich jetzt Geld verdient? Nee, habe ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Fragen wir nochmal über Suez. Der Kanal ändert alles. Okay, wie kommen wir denn von Suez nach Bombay? Aha. Ihm wurde erzählt, man kann mit der Dampfjacht Stiller Donner von Manila nach Pyongyang fahren. Das ist schon wieder eine komplett andere Route, als die ich gefragt habe. Was soll das? Also das frage ich mich echt. Ist das Absicht? Ist das ein Bug? Wenn ihr Ahnung habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich bin irgendwie. Also ich verstehe gerade nicht, ob ich das Chat-System hier irgendwie falsch verstanden habe, aber eigentlich nicht, weil er fragt ja eindeutig und kriegt eine vollkommen andere Antwort. Das finde ich ja seltsam. Gut. Und ich habe auch immer noch nicht den Unterschied zwischen gelb und nicht gelben Antworten verstanden. Ich frage mal Bombay Rangoon, vielleicht hat er dann da tatsächlich eine Antwort. Nee, jetzt hat er was, was man halt in Rangoon kaufen kann und oder verkaufen kann, was auch immer. Mir egal. In Rangoon kaufen und in Psangau Pass verkaufen. Bombay nach Madras. Everything is useless. Ich frage einfach so lange, wie er mit mir redet. Okay, und das war's auch schon. Ja, wundervolle Routen hier. Kalkutta, Chittatong nach. Oh, da ist jemand anderes unterwegs am 24. Tag. Chittatong nach Hongkong, Manila, auf den Philippinen. Ganz weit nach oben. Oh, ich kann nicht mehr den Namen sehen. Und von San Francisco mit der Railroad über Salt Lake City, Cheyenne, Omaha, Burlington. Alles klar. Wir sind in Beirut und kriegen was zu trinken. Gin nämlich. Ah, wenigstens eine angenehme Reise. Waren wir schon mal in Ägypten? Ein wirklich uralter und mysteriöser Ort. Der Djinn steigt dem Captain zum Kopf und diese. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Wort hier übersetzen soll. Ich habe es immer bis jetzt ein bisschen vermieden. Artificers sind die, die diese ganzen Roboter bauen, aber ich habe kein gutes deutsches Wort dafür. Ob die Bücherei wieder aufgebaut haben? Achso, haben sie tatsächlich. Ist ja interessant. Das ist die Bücherei von Alexandria, die natürlich im echten Leben abgebrannt ist. Die müssen wirklich viel Geld haben. Haben sie auch, sagt uns der liebe Captain. Was auch immer sie mit einer neuen Bücherei wollen. Da immerhin alles von der uralten Bücherei verloren gegangen ist. Naja. Aber irgendwann wird das Land wieder groß. So, wir landen im Hafen. Können wir das Schiff verlassen? Wir schauen uns die Crew an. Ich will gar nicht erst raus. Am Ende passiert irgendwas und wir kommen nicht zurück an Bord. Wir haben lang genug auf dieses Schiff gewartet. Das fährt nicht so häufig. Wir schauen zu, wie die Kisten ausladen, Kisten wieder einladen und dann fahren wir ganz gemütlich weiter. Jetzt geht hier mal dem guten Herrn Fogg die Gemütlichkeit runter. Zwischenzeitlich bin ich mir nicht mehr sicher gewesen. Heißt sie jetzt Phileas oder Phineas? Ich habe mich beides gelesen in diversen Foren und bin mir gar nicht mehr sicher, was richtig ist. Muss man darauf achten, wenn das nächste Mal sein voller Name erwähnt wird. Gut.
Ich gehe hoch an Deck am nächsten Morgen im Sonnenschein und wir sind an der Küste von Afrika. Die Seemänner ruhen sich an Deck aus, genießen die Ruhe und kurz darauf landen wir im geschäftigen Hafen von Alexandria. Das sieht aus wie das Twitch-Logo. Okay, wir sind da. Wir müssen ganz schnell verkaufen, solange wir Zeit haben. Die Eastern Spices sollen hier raus, die Leather Braces sollen hier raus. Ein Bolt of Silk in Bombay klingt super. Möchte ich unbedingt haben. 19, ja klar. Das hier ist mir nicht so spannend. Dubai kommen wir vielleicht nicht vorbei. African Airships braucht man nicht. Okay, Markt vorbei. Planung. Und wir sind natürlich zu spät. Aber das Ding fährt morgen ab, alles klar. Ich glaube, das ist die beste Route. Wir wollen ja durch den Kanal. Kairo interessiert mich nicht so wirklich, auch wenn wir. Warte mal, warum kommen wir jetzt hier? Warum kann ich Kairo auswählen, aber keine Reiseroute? Ich komme da gar nicht hin, ne? Na gut. 130 morgen, alles klar. Dann haben wir ein bisschen Zeit zum Erkunden. Wir sind jetzt wieder ganz gut dabei finanziell. Ah, da haben wir ein bisschen Gelegenheit, die Bücherei von Alexandria zu durchsuchen, wenn wir denn da rein dürfen. Okay. Wir dürfen wohl. Ich schau mal. Ich gehe rein. Lange, kühle Hallen. Irgendwelche brummenden Mechanismen. Und alles in perfektem Zustand. Elektrisch beleuchtete Gänge. Und ein seltsames grünes Licht aus einem Raum. Ich schau mal durchs Schlüsselloch. Was wir denn da finden. Eine junge Dame arbeitet an einem Projektor, der ein Bild oder Licht an eine Wand wirft. Aha. Kann natürlich nicht sehen, was sie da projiziert. Ah ja, gehen wir mal rein. Ich meine, wenn sie uns nicht drin haben will, hätte sie sicherlich abgeschlossen, oder? Aha. Eine Reihe von Schriftrollen auf Regalen. Mehr ist es nicht, was sie da darstellt. Und sie trägt eine große Brille, wie man es natürlich von einer Bibliothekarin erwartet. Wer bist du? Was gibt dir das Recht, hier einfach so reinzustürmen? Ich stelle mich natürlich vor, Passepartout, ein wunderbarer junger Butler, der durch ganz Europa, von ganz Europa, meine ich natürlich, egal, der wunderbarste Butler von ganz Europa. So, und sie macht da irgendein Experiment. Aha. Aber was denn? Geht mich nix an. Na toll. Sie schaut, wie Licht durch einen Quarzfilm sich verändert. Der Effekt scheint wohl ganz interessant zu sein. Tja, beeindruckend, aber nicht besonders revolutionär. Sowas habe ich eh schon mal irgendwann gesehen. Aber sie sagt, das ist keine Projektion, sondern es wird auch Licht reflektiert. Ich nick einfach mal ab mit blankem Gesichtsausdruck. Keine Ahnung, was das für eine ist. Ach ja, und jetzt fängt die Erklärung an. Das ist ja eine ganze Menge Blödsinn, denkt sich Passepartout in meiner Rolle hier. Ich verstehe immer noch nicht. Aha, Ihre Projektion ist ein Bild dieses Raumes, aber vor 2000 Jahren. Sie sieht eines der Regale von der großen Bibliothek von Alexandria. Ach, interessant. Man kann sogar ein bisschen was vom Text lesen. Da steht bestimmt eine Reiseroute drin, wann morgen der Zug abfährt. Ich prüfe das mal. Ein Mann in Roben läuft plötzlich hindurch, also in dem Bild, und nimmt eine der Schriftrollen und beginnt sie zu lesen. Ein Geist! Schreie ich. Aber natürlich schaut der nicht auf. Und
Drehe den Projektor, um ihm zu folgen. Er hebt eine Hand, als würde er uns irgendetwas signalisieren, und ich lese, was er für ein Papyrus in seiner Hand hält. Ich kann ein Diagramm sehen, das aussieht wie ein Teil einer Dampfmaschine. Und dann hat er es wieder bedeckt. Er geht durch die Wand und verschwindet. Und die Dame, die dieses tolle Gerät erfunden hat, ist auch begeistert. Eine Kamera in die Vergangenheit. Wundervoll. Ich lasse die Dame trotzdem allein, gehe zurück zu meinem Herrn Fogg. Und der interessiert sich natürlich nur für das Hier und Jetzt. Vielleicht zu Recht. Interessante Geschichte. Hat uns nichts gebracht für die Reise, aber ist einfach so ein bisschen Flavor. Und der Flavor ist ja auch hier sehr stark. Es gibt viele, viele, viele Events auf der Welt. Es gibt auch einige Special Events, die man irgendwie in gewisser Sequenz aufsetzen muss, habe ich mir schon sagen lassen. Uns jedenfalls ist das alles egal. Wir haben ein Hotel zu übernachten und reisen morgen früh direkt ab. Ich denke, ich habe Zeit, um nochmal. Ah, Moment, es ist Abend. Ich werde weiter Schuhe putzen in der Lobby, um auf jeden Fall noch ein bisschen was an Geld zu verdienen. Und ich glaube, ich würde dann, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Hier steht es wieder nicht da, wann die abfährt, ne? Nein, hier steht es nicht. Ich meine, ich glaube, es war 3 p.m. Ich hätte jetzt gesagt, ich gucke nochmal auf den Markt, ob mal was Neues ist, aber ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht. Also reise ich ab. Los geht's. Ah, hier steht's. 3 p.m. Okay, dann kann ich nochmal auf den Markt. Mal checken. Das haben wir alles nicht kaufen wollen. Genau, es hat sich nichts Neues ergeben hier. Es wäre höchstens noch eine Gelegenheit, um die Koffer neu zu sortieren. Die Desert Drivers brauche ich nicht mehr unbedingt, denke ich mal. Wenn wir jetzt durch den Suezkanal fahren, was ja eigentlich der Plan ist. Das heißt, ich würde die. Ach, im Moment kann ich mir noch 3 Koffer leisten. Dann könnte ich nochmal gucken, brauche ich die wirklich? Aber das sind alles Desert Drivers, das ist kein. Nicht Desert Drivers hier. Das kann ich höchstens brauchen, wenn ich von Jeddah aus einen Grund kriege, über die saudi-arabische Halbinsel hier zu fahren, statt im Schiff weiter. Und die Schiffsroute scheint mir eigentlich die logischste und schlauste. Ich gebe mir das jetzt mal vor. Ich verkaufe unsere Desert Drivers Timetable, pack das Wasser darüber und die Seide hier rein und dann können wir einen Koffer wieder verkaufen, wenn das dann geht. Geht das jetzt überhaupt? Naja, okay. Vielleicht hat das jetzt nichts gebracht. Ich glaube, wir zahlen auch nicht extra für die Koffer, aber ich wollte es einfach mal probieren. Abfahrt. Nach Suez. Ich verstehe nicht, ob direkt weiterfahren können. Naja. Wäre nicht dumm gewesen, ne? Wenn das jetzt eine Komplettroute gewesen wäre, hätte ich die gleich komplett nehmen können, müsste ich nicht zwischendrin aussteigen. Ich lerne ja noch. Ich habe so das Gefühl, dass mit den 80 Tagen wird doch langsam knapp irgendwann. Wir haben jetzt schon ein Fünftel. Ein Fünftel haben wir schon durch. Und wir sind immer noch recht nah an Europa. Die weiteren Reisen über Indien und über Amerika werden ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, auch über den Atlantik und über den Pazifik. Na gut. Okay. Der Captain dieses Schiffes ist ja sehr zuversichtlich. Er sagt, er hat schon seit mehr als einem Jahr kein Schiff mehr versenkt. Ein Jahr? Aber. Dabei lacht er mich aus. Er verarscht mich. Na toll. Und was kostet seine Freundlichkeit? Mehr als wir bezahlen können. Na wunderbar. Er soll uns keine Sorgen machen, wir sind schon fast in Suez. Gut, dann rede ich schnell noch mit jemandem hier. Der Kapitän. Suez nach Bombay, erzähl mir was. Nee, erzähl mir wieder was ganz anderes. Hongkong nach Kalkutta. Oder umgekehrt.
Dann erzähl mir doch von Bombay nach Bangalore. Klar, Hunting Rifles in Bangalore kann man in Madras teuer verkaufen. Warum nicht? Bangalore, Colombo? Was ist das? Das sieht mir auch irgendwie kaputt aus. Ich habe das Gefühl, mein Spiel ist ein bisschen kaputt. Open Waters Past Red Seas. Aber schön zusammengeschrieben, als wäre es ein Entwickler-Placeholder. Naja. Ich probiere noch ein paar. Antananarivo, das ist doch Südamerika. Und das ist auch schon wieder abgeschnitten hier. Ah, useless. Ich werde das nach dieser Folge einmal googeln, ob ich da irgendwie das falsch verstehe, dieses Dialogsystem, oder ob das bei mir einfach kaputt ist. Weil das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gut, unser Kapitän ist natürlich trotzdem ganz passabel und fährt uns hier durch den Kanal nach Suez, wo wir spät abends ankommen und keine Chance mehr haben, irgendwas zu machen. Was nichts macht, weil das wollten wir eigentlich auch nicht. Und wir haben hier eine wundervolle Direktroute nach Bombay, die fast eine ganze Woche dauert. Der P&O Liner Mongolia fährt morgen ab, das ist wunderbar. Sehr unbequeme Reise, aber bringt uns sehr weit. Und ich glaube, so sehr ich auch die ganzen Events hier in der Wüste kennenlernen möchte, wir haben es gerade nötig, dass wir schnell, schnell, schnell nach Bombay kommen. Nova Goa kriegen wir keine Direktroute. Ja, alles andere sind keine direkten Schiffe mehr. Man muss sich immer darauf achten, ob das Schiff weiterfahren kann. Ich könnte zum Beispiel hier Aden, wie auch immer man es ausspricht, mit demselben Schiff, dann würde ich da aussteigen und wahrscheinlich meinen Anschluss verpassen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich aussteigen kann und dann auf demselben Dampfer direkt wieder einsteigen. Das wäre noch interessant auch. Aber wenn ich nichts zu verkaufen habe, dann ist das ja eigentlich nicht nötig. Ich gucke nochmal in meine Koffer. Also, die Seide wollten wir in Bombay verkaufen. Das da brauchen wir nur zum durch die Wüste reisen. Ich meine, das könnten wir eh auch mal irgendwann verkaufen. Ist alles nicht so präzise. Riad, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr vorbei. Denn Riad findet sich auf der Karte hier, genau. Mitten in Saudi-Arabien. Das werden wir dann umfahren. Das heißt, das kann ich eigentlich auch verkaufen. So, was habe ich gesagt? Wann fährt das Schiff ab? Ach, dieser Wechsel zwischen der Nahkarte und der Fernkarte ist immer so ein bisschen grob. Wenn ich merke, ich wollte doch wieder auf die Karte zurück und dann in die Stadt geklickt habe, jetzt immer hin und her. 2 PM, das heißt, wir haben Zeit für den Markt. Das heißt, ich könnte den Kram flott verkaufen, bevor wir aufbrechen. Das würde ich dann wohl tun. Dann nehmen wir uns hier ein Hotel. Gucken mal, was wir noch für ein Abendevent bekommen. Ich genieße die Stadt, ohne zu sehr darüber nachzudenken. Und der Markt öffnet um 7. Das haben wir ja gleich. So, ich möchte verkaufen die Wollshirts, weil ich glaube, die brauche ich hier nicht unbedingt. Es ist eh warm. Ich möchte die, was habe ich gesagt? Die, genau, das venezianische Glas verkaufen. Bangalore, Khartoum, Agra. Bangalore konnten wir vorbeikommen. Das wäre eine Möglichkeit. Heavy Storm Set klingt jetzt auch erstmal gut. Caribbean Timetable, ja, warum nicht? Sailor's Cap, Panama Hat. Also ein Sailor's Cap möchte ich haben. Die Desert Traveler brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich verkaufe das jetzt mal, damit ich ein bisschen Platz habe. Oder? Na, ich verkaufe mal die ägyptischen Zigarren. Und die Machete würde ich gerne behalten. Und dann kaufe ich mir den Magnetic Compass, falls wir in den Sturm geraten. Und den Spiegel. Ja, wenn der wertvoll ist, eigentlich schon. Dann würde ich stattdessen die Wasserflasche verkaufen, Spiegel rein und dann nichts wie los, bevor das Schiff abfährt.
Das ist auch Absicht, dass man hier nicht pausieren kann. Also ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Damit es einfach spannender ist, dass man keine Zeit hat, wie eben Fogg und Passepartout im Buch. Man rast von einem Ort zum anderen, man hat gar nicht die Möglichkeit, sich lange aufzuhalten und umzuschauen. Dann ist es ja ein Wettrennen. Gut, viele, viele Leute sind hier, die jubeln und sich an Deck aufhalten. Das ist ja auch ein riesiger Dampfer offensichtlich. Und wir beide sind natürlich in vollkommener Stille unterwegs, wie es sich für Herrn Fogg so gehört. Der ist nicht der redselige Typ. Keiner schenkt uns irgendwelche Aufmerksamkeit. Oder spüre ich da ein paar Augen, die auf uns rasten, als wir mit dem Schiff Mongolia abfahren? Aber als ich mich umdrehte, waren sie verschwunden. Gut. Ich würde dann einfach mal ein bisschen mit Leuten reden, wie immer. Madame Perikleos. Erzähl mal was über Bombay. Die Briten sind dort. Okay, kommen wir denn von Bombay nach Rangoon? Immerhin sagt sie mal was Relevantes. Also sie sagt zwar nicht, dass sie eine Route kennt, aber sie sagt, dass manche Leute dort eben für magnetische Kompasse Geld ausgeben. Und so einen haben wir doch gerade gekauft. Ist das nicht schön? Nach Aden wollen wir nicht, das haben wir schon gesehen auf der Karte. Kalkutta, ich weiß gar nicht, welche indischen Städte an der Ostküste sind. Ist das vielleicht Madras? Nee, jetzt redet sie auch schon wieder über komplett andere Linien. Ich glaube, langsam verstehe ich dieses System. Die Weißen sind Sachen, die ich ihr erzählen kann, weil es Routen sind, die ich schon kenne. Und sie sagt im Gegenzug dafür uns irgendwas Neues. Und die Gelben sind Sachen, die ich nachfragen kann. Und da haben sie dann vielleicht keine Infos für mich. Okay, ich glaube, ich habe das System verstanden. Jetzt macht das ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, ich möchte eigentlich, wenn ich schon eine gute Route habe, möchte ich die weißen Sachen sagen, damit ich neue Routen finde. Und wenn ich keine gute Route habe, möchte ich die gelben Sachen sagen, damit ich eben eine finde. Wie gesagt, ich habe jetzt die Karte nicht vor mir. Kann ich hier rauszoomen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann das zumachen. Und dann könnte ich mich nochmal umschauen. Genau. Wo ist denn Indien hier? Da. Genau. Madras ist tatsächlich an der Küste. Das heißt, hier haben wir schon eigentlich hervorragende Routen. Bis Hongkong sogar. Entsprechend. Oh. Ja, habe ich mein Gespräch mit der Dame Perikleos wohl abgebrochen. So ist das dann. Tut mir leid. Habe sie einfach sitzen lassen, um auf meine Karte zu schauen. Reisen wir wirklich schon aus Afrika ab? Wir sind doch gerade erst angekommen, sozusagen. Aber Mr. Fogg hat natürlich recht. Wir haben noch ganz schön viel Weg vor uns. Und er. Ich habe gerade. Dieser Satz hat gerade für mich keinen Sinn gemacht, weil ich dieses Semikolon hier übersehen habe. Ich möchte ein bisschen Wärme in seinem Ausdruck sehen. Aber sowas finde ich nicht. Er ist eben weiterhin ein exzentrischer Gentleman. Auf einem noch exzentrischeren Auftrag. Gut. Und er ist mein exzentrischer Gentleman. Und ich werde meine Pflicht tun. Komme, was wolle. Ja, das ist jetzt bis uns unsere längste Reise. Wir erreichen jetzt gleich Jeddah. Da spielt er Whist mit einem Sir Francis. Aha. Sir Francis fuhr auch die volle Distanz bis nach Bombay. Und ich frage mal nach, ob wir hier anhalten in Jeddah. Nee, wir brauchen noch keinen neuen Treibstoff. Wir schaffen es locker bis Aden, bevor wir mehr Kohle brauchen. Trotzdem möchte ich ein bisschen die Stadt anschauen, zumindest vom Schiff aus.
Moment. Ich frage nochmal meinen Seemannfreund, ob wir hier an Land gehen. Nein, aber wir könnten ein Boot zu Wasser lassen, wenn es ein Notfall wäre. Nein, bloß nicht. Oh Gott, ich bin so froh, dass wir auf einer langen Seestrecke sind. Ich will hier nicht aussteigen. Aber ich wollte herausfinden, ob es quasi die Möglichkeit gibt, also mit diesen Antworten Möglichkeiten, dass ich zwischendrin absteige und die Reise unterbreche, wenn ich festgestellt habe, es haben sich neue Routen aufgetan. Was dann wohl die Möglichkeit ist. Genau, er sagt es ja selber hier. Das Schiff nimmt uns weit, weit weiter noch. Und Mr. Fogg würde es nicht gefallen, dass wir hier so unentschlossen wären und aussteigen würden. Ein Monsieur Fix ist auch an Bord. Aha. Und ich erzähle ihm von unserer Wette. Muss ja ganz schön teuer sein, so eine Reise, sagt der Monsieur Fix. Ja, mein Herr ist ein Gentleman. Uh-oh, wird er uns beklauen? Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht bald geklaut. Ich habe Angst. Okay, ich könnte mich mal ein bisschen um Monsieur Fogg kümmern. Einfach mal ein bisschen seinen Komfort wieder auf 100 hochbringen. Das ist jetzt noch nicht so sehr runtergegangen, was ich eigentlich ganz gut finde. Ich habe gedacht, das ist viel wichtiger, dieser Balken hier, aber vielleicht passiert das auch erst noch. Da ist er wieder, der Fix. Ich frage ihn mal, was er von Bombay hält. Aha, er war in Bangalore stationiert, nicht in Bombay. Na gut. Und hat dort Cricket gespielt? Natürlich. Gut, das ist ein Offizier, also der wird vielleicht doch nicht klauen. Ich sollte nur nicht jedem erzählen von unserer Reise. Denn das könnte doch irgendwie gefährlich werden. Jetzt schleppt er mich an Deck und wir schauen uns Aden an. An einem Vulkan. Aha, ist ja interessant. Mein Gott. Ob Herr Fogg das auch sehen wollen würde? Ja, bestimmt würde er. Sowas, ach, das wird er sich schon anschauen. Wir holen ihn aus der Kabine zusammen mit dem Herrn Fix. Ich hole ihn lieber selber. Der Fix muss gar nicht erst rausfinden, wo die Kabine von uns ist. Ich traue dem immer noch nicht. Der Text deutet immer so an, dass der irgendwas vorhat. Aha, da ist er ja schon. Von selbst hervorgekommen. Der Monsieur Fix schaut ihn sich an, unseren Herrn Fogg. Aber ich konnte nicht sagen, was sein Blick bedeuten sollte. Die drei standen an der Reling und als der Mr. Fix ging, ist Herr Fogg schnell hinterher. Ich wechsle hier gerade ständig mit Monsieur, Mister und Herr. Das ist gut so, ist eine multikulturelle Reise, multisprachig, mehrsprachig. Ja, dieses Live-Übersetzen ist schon ein bisschen verwirrend. Alles klar. Ein kleiner Junge lehnt sich über die Reling und winkt mir zu in Aden. Also wink ich zurück und grinse. Moment, warum reagiert jetzt Monsieur Fogg darauf? Der war doch gar nicht mehr da, der ist abgehauen. Hey, die Texte sind nicht konsistent. Ja, der ist mal wieder nicht begeistert, dass ich hier unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehe, aber na gut, es ist doch nur ein Kind. Ich schau mal nach bekannten Gesichtern an Deck. Sehe aber nichts von unserem diebischen Herrn Fix. Vielleicht ist er hier an Land gegangen. Aber Sir Francis ist da. Oh Gott, der ist an Land gegangen, hat er uns beklaut. Ach, ich kann dieses Gefühl nicht abschütteln. Es tut mir leid. Ich will es einfach wissen, ob irgendwas passiert ist. Noch ist mein Geld da. Okay, mein Geld ist weiterhin da. Okay, vielleicht mache ich mir zu viele Sorgen. Er war doch ein netter Geselle. Also, das letzte Stück, bevor wir nach Bombay kommen. Los geht die Fahrt. Ich werde wieder mit jemandem reden.
wenn ich den kann. Oh, ein neues Event. Eine bronzehäutige Dame in einem lila Kleid kritzelt in ihr Notizbuch und isst dabei Ei und lässt dabei ihr Ei und ihren Fisch komplett unangetastet beim Frühstück. Ich stelle mich mal vor, Passepartout und Ladies, das passt doch zusammen. Er möchte auch gerne ein paar Damen kennenlernen auf dieser Reise, wenn er schon um die Welt fährt. Mit all meinem gentlemanigen Charme. Und sie blockt mich einfach ab. Keinerlei Interesse an einem höflichen Gespräch. Na toll. Ich versuche trotzdem noch ein bisschen. Mit einem cleveren Spruch auf den Lippen kriegen wir sie wenigstens zum Lachen. Und ich musste mir keine weitere Antwort ausdenken, denn ihr Vater kommt an, Mr. Williamson. Die Dame ist Eleanor. Oh, okay, aber sie sagt selber zu sich Nor als Abkürzung wahrscheinlich. Und hat uns anerkannt als ein Mensch mit Gehirn. Und verzieht sich und lässt mich mit ihrem Vater allein. Na toll. Und jetzt muss ich das erklären, was wir hier mit seiner Tochter machen. Ob wir die nochmal wieder treffen auf der Fahrt, wäre nicht unwahrscheinlich. Soweit ist Bombay nicht mehr weg, aber ein paar Tage dauert es schon noch. Da ist sie schon wieder, das Fräulein Williamson. Warum ist denn das hier jetzt eine Demoiselle, keine Mademoiselle, wie auch immer. Mademoiselle. Wir treffen uns wieder. Was sind wir? Ein Abenteurer oder ein Freund? Ich würde sagen, ein Abenteurer. Ach so, ist das so. Ja, und ich bin auch ein Abenteurer, sagt sie uns. Aha. Wie kommt's? Aha, sie schreibt Geschichten. Babasi wandert durch die Katakomben von Ägypten und findet ihre Geheimnisse heraus. Bin ich denn auch in den Notizen? Vielleicht in der nächsten Geschichte. Vielleicht trifft die Heldin einen Abenteurer. Gut, wir haben uns mit dir angefreundet. Mal gucken, ob diese Freundschaft noch irgendwas bringt. Denn ich fürchte, in Bombay werden sich unsere Wege sehr schnell trennen. Achso, ja, der Vater ist ja auch schon hier mit an Bord. Da kriegen wir ja schon Tabak von ihm. Er ist ein bisschen verzweifelt, was seine Tochter angeht. Er versteht sie nicht. Was ist denn nicht zu verstehen? Sie verhält sich einfach nicht wie eine Lady. Sie schreibt irgendwelche Geschichten, Groschenromane. Na toll, das gefällt ihm nicht. Und es wurde sogar veröffentlicht. Ist er denn nicht stolz? Nein, er ist überhaupt nicht stolz, wie es klingt. Das ist ein Skandal! Sie hat ihre Verlobung abgesagt. Sie hat eigenes Einkommen? Müssen denn alle Frauen heiraten? Sie schließt sich nicht dieser Artificers Gilde an, sondern sie nimmt einen Stift und wird ein Schreiberling. Ihm gefällt das nicht. Na toll. Na, wenigstens ist sie gesund und glücklich. Gut. Mit der anderen Antwort, dass sie wunderschön ist, hätte man vielleicht sogar den Vater überzeugen können, hier vielleicht Monsieur Fogg zu verheiraten mit ihr. Oder uns selbst, wer weiß. Aber wir sind ja nur ein Page. Sie ist jung und naiv. Naja.
Da wird ein Buch unter der Tür durchgeschoben, beziehungsweise ein dünnes Heftchen, einem gemeinsamen Abenteuer gewidmet, der neueste Band von Nor, also Eleanor. Ich schaue mir das natürlich an. Adriana und der verlorene Sarkophag von Theben. Ich schaue mal auf die erste Seite. Adriana Harravi war keine ordinäre Lady. Während die anderen Mädchen ihres Alters und ihres Hintergrunds mit Wasserfarben malten und auf dem Klavier herumklimperten, ich meine natürlich übten, träumte sie von sonnenbeschienenen Städten und Wüsten ohne jegliche Zeichen der Zivilisation, von gelbem Sand. Während ich hier noch rumsitze und lese, wacht mein Herr auf und benötigt meine Dienste. Ja, das wird eine ganz schön lange Folge hier, weil ich wollte nicht auf dem Schiff unterbrechen. Wir wollten schon jetzt noch in Bombay ankommen, damit ihr auch die nächsten Reiserouten euch anschauen könnt. So, was denke ich denn von der Story? Adriana ist eine wundervolle Kreation. Gut, dass ich es gelesen habe, sonst wäre sie jetzt sehr enttäuscht. Jetzt sagt sie auch, der Vater denkt, das wäre einfach nur Schund. Offensichtlich versteht er Kunst nicht. Schlimmer noch. Er deutet auch noch darin Dinge über ihr Leben. Dass sie eine heimliche Partnerschaft hätte, die sie ihm verheimlicht. Aha. Dabei ist Lord Hovering in der Geschichte doch der Schurke. Wie kann der Vater das nur so falsch lesen? Vielleicht ist er ja ein Romantiker. Okay, da ist sie ganz anderer Meinung. Er kann einfach der Geschichte nicht folgen. Na gut. Ich lächle einfach in freundlicher Art. Offensichtlich kann man nichts für dieses Vater-Tochter-Pärchen hier tun. Und Bombay ist. Wait, Moment. Other than perhaps to look at lock them in a room together. Ah, ja, das möchte ich doch gerne. Zwinge sie zu reden. Das wäre schön. Kann ich leider nicht machen. Aber das wäre schön, ja. Ach, der Sir Francis kommt wieder. Der hat ja bis jetzt nicht viel gemacht. Der ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber das Fräulein Williamson würde ich ja gerne weiter mit auf den Reisen nehmen. In Indien treffen sie im Roman, glaube ich, auch irgendeine Dame, die sie dann retten vor irgendeinem. Weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit einem Elefanten. Irgendwie retten sie sie vor irgendwelchen Schurken. Ein Zug nach Kalkutta. Wie lange braucht denn dieser Zug? Da wollen wir doch vielleicht auch hin. Sogar Monsieur Fogg gefällt das. Moment. Oh Gott. Mr. Williamson kommt rein und wirft einen Handschuh ihm ins Gesicht. Eine Challenge. Verzeihung, Monsieur? Er wirft mir den Handschuh ins Gesicht, natürlich, selbstverständlich. Ich bin nämlich Lord Havering in seiner Vorstellung. Oh, ich hätte nicht mit dir flirten sollen. Monsieur Fogg wird nicht begeistert sein. Ich bin nicht Lord Havering. Denn, sage ich, und denn ich habe verstanden, dass, im Gegensatz zum Rest des Raumes, auf wen es sich bezieht, der Herr Williamson. Lord Havering ist ein Moment. Oh, das ist auch schön. Ich kann sagen, dass es ganz klar der Schurke ist und nicht ein romantischer Held. Ja, das möchte ich sagen. Das klingt gut. Aha! Hast also den Text gelesen? Und dabei hast du so unschuldig getan. Oh, er möchte mich ins Gesicht schlagen.
Ich box zurück. Und er kollabiert wie ein Sack Kartoffeln. Hat eine gebrochene Nase und blutet. Und da kommt seine Tochter. Natürlich genau im falschen Moment. Sie bringt ihn weg und flucht. Und ich wische mir den Staub vom Leibe und werde mal wieder von Monsieur Fogg mit einem strengen Blick angestarrt. Du würdest es mir doch erzählen, Passepartout, wenn du irgendwelche Damen verärgert hättest, oder? Ich nicke. Tja, ja. Das war eine nette Geschichte, eine nette Episode auf dieser Reise. Und beim Ausstieg in Bombay kann ich ihr auch nicht ausweichen, der lieben Miss Williamson. Sie hat wenigstens das Ganze mit Humor genommen, nennt mich jetzt auch hier Lord Havering. Sie wird mich nicht vergessen. Und ich dich auch nicht, Adriana. Ihr Vater wird rot. Und dann steigen wir in Bombay aus. Wir sind in Indien angekommen. Wundervoll. Das war eine wirklich lange Folge, aber auch eine lange Reise. Wir sind bei Tag 29, wir haben bei Tag 12 gestartet. Ich gehe mal ganz schnell zum Markt, solange wir die Chance haben. Verkauf die Seide. Verkauf die indische... Ne, Quatsch, die brauche ich auf jeden Fall. Domino's, Southern Hemisphere, da wollen wir nicht unbedingt vorbei. Das hier ist wertvoll in Singapur, da könnten wir ankommen, das wäre nicht schlecht. Jar of Turmeric, keine Ahnung, was Turmeric sein soll, aber ich kauf's. Air Traveler, Tobacco, Hongkong, da könnte man vorbeikommen, wird gekauft. Hier habe ich was bekommen, was in Kalkutta wertvoll ist. Eine Briefmarke. Nein, Quatsch, der Roman von Mrs. Williamson, den kann ich in Kalkutta verkaufen, ist ja cool. Ja, nehme ich. Und dann habe ich noch einen Platz frei, also eine Sache kaufe ich noch. Irgendwas Günstiges, Air Traveler oder Domino's, warum nicht? So, und dann die Übersicht für euch, damit ihr mir wieder in den Kommentaren sagen könnt, wie ich fahren sollte. Wahrscheinlich macht Kalkutta Sinn. Das ist ganz da drüben. Da könnte man mit dem Zug hinfahren. Man könnte natürlich auch hier unten über Bangalore Madras, aber das ist wahrscheinlich langsamer, vermute ich mal. Der fährt ab morgen um 12. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut. Natürlich teuer wie immer, aber das klingt sehr, sehr gut. Von da aus könnte man dann über Chittatong runter nach Singapur, für das ich gerade was eingekauft habe. Aber wenn euch das nicht gefällt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit hier, das ist wahrscheinlich irgendwie Nepal oder sowas. Man sieht die Ländergrenzen nicht. Nee, das muss China sein. Oder? Beziehungsweise irgendwie hier ist Myanmar, hier drüben ist Vietnam und Laos. Ich weiß nicht, hier oben, irgendwo hier so fängt dann China an. Da können wir natürlich auch lang. Was auch immer das hier ist. Oh, ein anderer Spieler. Tag 29. Ja, der ist ein bisschen weiter. Nicht so lahm wie wir. Der hat 77 Tage gebraucht um die Welt. Und wir sind bei Tag 29 und erst hier. Der hat 95 Tage gebraucht. Oder so ähnlich weit wie wir. Ich glaube, wir werden ganz schön schlimm versagen. Aber na gut, das ist wohl Teil der Sache. Teil des Spiels. Man versagt einfach. Gelegentlich. Gut. Also mein nächster Plan wäre Kalkutta. Recht offensichtlich. Wenn ihr aber andere Pläne habt oder wenn ihr schon Pläne für den weiteren Verlauf habt, sagt es mir einfach in die Kommentare und ich werde mich wie immer so gut wie ich kann dran halten. Also, bis dann.